Herzlich willkommen zu einem weiteren Blick über den Tellerrand und dieses Mal ein Tellerrand in den Abgrund oder ein Blick in den Abgrund, denn es geht um absichtlich schlechtes Design. Gibt es einen Grund dafür, dass Leute absichtlich schlechtes Design erzeugen? Tatsächlich kann man sich Gründe überlegen, warum man schlechtes Design haben wollte. In unserem ergonomischen Sinne schlechtes Design wohlgemerkt. Also zum Beispiel möchte man eine Software haben, die sich im Laden gut verkauft. Da gibt es schon seit langem Untersuchungen dazu, schon in der Frühzeit, als so die ersten dann Textverarbeitungssysteme für Büros angeschafft wurden und dann haben die Leute sich die im Laden angeguckt und dann wurde festgestellt, dass häufig die nicht ergonomischen Systeme die sind, die gekauft wurden, denn es gingen die Beschaffer, die Chefs oder eine Beschaffungsabteilung los, diese Dinge zu kaufen und die ließen sich häufig blenden von, sagen wir mal, bunten Icons und lauter solchen Dingen. Die sahen dann irgendwie hübscher und bunter aus, diese Systeme. Und die Schreibkräfte, die dann damit arbeiten mussten, die mussten darunter leiden und hatten da teilweise die schlechteren Systeme, weil das eigentlich Wichtige konnte derjenige gar nicht im Laden so auf die Schnelle überhaupt sehen und bewerten. Es gibt manchmal die Tendenz unter Nerds oder vielleicht nicht unter Nerds, sondern unter ja, diesen Network Administrator from Hell, das kennt er vielleicht. Also so ein Prototyp-Informatiker, der meint, man sollte eigentlich nur unter Informatikern und nur unter den Eingeweihten mit Computern zu tun haben. Solche Leute, die auch von DAOs sprechen, wie ich am Anfang ja mal kritisiert habe. Da gibt es Leute, die sind der Meinung, sie sind die Techniker und die Allwissenden und Erhabenen und wollen Werkzeuge erstellen, die auch nur für solche Techniker sind. Und die sollen nicht einfach zu bedienen sein, um Gottes Willen. Die dürfen nicht irgendwie ergonomisch sein und da am besten noch benutzerfreundlich, um diesen Begriff hier an dieser Stelle vielleicht mal zu verwenden, sondern die sollen kryptisch sein, die sollen was für die anderen Hardcore-Informatiker sein. Das ist auch ein Grund für schlechtes Design, auch wenn es auch einer ist, den ich für ganz verwerflich halte. Und der letzte, Nutzer sollen dazu etwas gebracht werden, etwas zu tun, was sie eigentlich gar nicht tun möchten. Und über diesen Aspekt möchte ich jetzt kurz mal sprechen mit ein paar Beispielen. Man nennt sowas Dark Patterns und es gibt da eine ganz interessante Internetseite zu, die darkpatterns.org heißt, wo Beispiele für solche Dark Patterns angegeben sind. Und diese Beispiele sich mal anzugucken mit dem Hintergrund unserer Forderungen an die Gestaltung, das ergibt durchaus Sinn und macht auch fast ein bisschen Spaß und man sieht ein bisschen, was für hinterhältige Sachen sich manche Leute doch ausgedacht haben, um etwas hinzubekommen. Und einige von diesen Beispielen kennt ihr bestimmt aus einiger eigener Erfahrung auch selber. Schaut euch dieses hier zum Beispiel mal an. Was ist denn hier los? It's not too late to save money on this booking. If you joined my Cineworld Plus member, ist irgendwie kein richtig korrektes Englisch, ne? If you joined my Cineworld Plus member, you would save 82 cents on this booking. Okay, das ist nicht das Problem. Aber das Problem ist, wie komme ich denn aus dieser Nummer wieder heraus? Und jetzt schaut mal, was ich da rechts habe, dieser typische Pfeil, auf dem zumal es weiter steht oder wo ich einfach zum nächsten Schritt komme, auf dem steht Upgrade. Und das, was ich vielleicht machen möchte, wenn ich nicht so ein Mitglied werden möchte, was ja durchaus eine legitime Auswahl wäre, denn damit ist ja in der Regel verbunden, dass man auch mit seinen Daten bezahlt und sowas alles. Das möchte ich gar nicht, nein, auf gar keinen Fall. Das ist links und sie ist überhaupt nicht als Button dargestellt, sondern steht da einfach nur so als Text. Ja, Unverschämtheit, ne? Der Button ist als Button nicht erkennbar, also es mangelt an Unterscheidbarkeit hier. Die Auszeichnung ist so gemacht worden, dass das ausgezeichnet ist, was den Nutzer im Zweifelsfalle Geld kostet. Also da sind die gleichen Forderungen, die wir haben, angewandt worden.
aber zum Nachteil des Nutzers. Also es ist eine Aufmerksamkeitsleitung hier gemacht worden und gleichzeitig ist auch irgendwie auf die Konvention abgezogen worden. Aber dann wird einfach was anderes gemacht in dieser Konvention, weil man einfach nicht weiterschaltet, sondern Upgrade macht. Ganz, ganz kritisch, sowas so zu machen. Aber hier sieht man, man kann all diese Techniken natürlich auch zum Nachteil der Nutzer anwenden oder viele davon zumindest. Das ist hier eine Frage, darf man sowas machen? Schaut mal hier, Oxfam, das ist ja eine Non-Government Organization, die sammelt natürlich Spenden und das kann man auch direkt auf der Website machen, was ja klar ist, ist ja auch logisch, auch nichts Schlimmes dran. Und dann haben wir hier dieses Ding, I wish to make a donation of, und dann kann ich hier in Pfund einen Wert angeben. Und schaut mal, der Standardwert, der ausgewählt ist, ist Regular Monthly Donation. Worauf wird hier wohl spekuliert? Zweierlei kann man da annehmen. Das eine ist, man spekuliert wahrscheinlich darauf, dass das vielleicht jemand mal überliest und dann eine monatliche Spende macht, obwohl er das eigentlich nicht wollte, obwohl man eigentlich einmal spenden wollte. Und das andere ist sowas, das kennt man aus der Diskussion um die Organspende. Da ist es ja so, dass diskutiert wurde und jetzt kürzlich ist es ja auch zu Entscheidungen dazu gekommen, zur Organspende, dass es nicht geändert werden sollte. Also ob man ein Opt-in oder ein Opt-out hat. Momentan ist es ja so, dass man bei Organspende, und wird wohl auch so bleiben, sich dafür entscheiden muss, Organspender zu sein. Und es wurde ja empfohlen von vielen, dass man das umkehrt, wie das in vielen Teilen der Welt ist, und sagt, jeder ist erst einmal Organspender und wenn man das nicht sein will, dann muss man das entsprechend mitteilen. Und dann stellt man fest, dann gibt es viel mehr Organspender. Klar, dann sind natürlich all die Leute, die darüber gar nicht nachdenken, automatisch Organspender. Und zum anderen ist der Aufwand auf der anderen Seite. Das heißt, man muss nicht mehr einen Aufwand betreiben, um Organspender zu sein, sondern man müsste auf Aufwand ersparen, Aufwand spendieren, um kein Organspender zu sein. Und na, dann kann man sich vielleicht auch ausdenken und kann das auch feststellen, dass viele Leute diesen Aufwand dann einfach scheuen, weil sie sagen, ja, so wichtig ist es mir jetzt vielleicht an dieser Stelle auch nicht. Und so ähnlich ist das hier. Da gibt es übrigens gesetzliche Regelungen zu. Es gibt gesetzliche Regelungen, was zum Beispiel das angeht, dass man automatisch noch ein Newsletter bekommt und solche Dinge. Diese Sachen, die dürfen nicht vorausgewählt sein. Ich darf also nicht etwa irgendwas gestalten, wo ich einfach mal davon ausgehe, dass der Nutzer schon das nicht so richtig bemerken wird, weil es ihn nicht interessiert. Das ist ja so eine Selektivität der Wahrnehmung auch an dieser Stelle. Ich habe hier oben was ausgefüllt, weil ich was bestellen will. Hier unten steht bezahlen und dass dazwischen noch irgendwelche Bereiche sind, das übersieht man gerne mal. Und darauf darf man nicht spekulieren. Das ist gesetzlich nicht erlaubt, dass man das macht. Zumindest für solche Zwecke. Ryanair kennt ihr wahrscheinlich alle. Wahrscheinlich sind die allermeisten von euch irgendwann schon mal mit Ryanair geflogen. Und die Ryanair-Website ist immer wieder interessant. Vor allen Dingen finde ich das Interessante, über viele Jahre fliege ich mit Ryanair nach England, nach Spanien und ich habe noch nicht zweimal die gleiche Website besucht irgendwie. Also die ändern da immer dran. Ich weiß gar nicht, was die da treibt, dass sie diese Seite nicht mal irgendwann auch mal so lassen könnten, wie sie ist. Dies ist ein älteres Modell dieser Seite, was man am Design auch ein bisschen sieht, sieht ein bisschen altmodisch aus. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt gab es da eine ganz tolle Sache drin, an die ich mich auch selber erinnern kann. Und die möchte ich euch mal hier zeigen. Schaut mal, hier wird einem angeboten, man soll eine Travel Insurance abschließen, also eine Reiserücktrittsversicherung. Das Gleiche galt auch für Gepäckversicherungen übrigens. Da war es bei Ryanair gerne so, dass einem eine Gepäckversicherung angeboten wurde, selbst wenn man angegeben hat, dass man kein Gepäck mitnehmen möchte. Fand ich auch immer schön. Man konnte die Versicherung dann trotzdem kaufen und sie wurde einem auch abgebucht. Ja, hier ist es die Reiserücktrittsversicherung, die einem angeboten wird. Und auch da ist es so eine Sache, also wenn man relativ günstige Beträge hat, wie man sie bei Ryanair ja häufig hatte zumindest, und fliegt dann, was weiß ich, für 40 Euro nach Spanien,
dann lohnt sich nicht, eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. Das gehört jetzt überhaupt nicht hierher, aber ja, so vielleicht mal was, was man mal unterbringen kann. Versicherungen sollte man über die Dinge abschließen, die einen finanziell ruinieren. Und die 40 Euro, wenn man die nicht wiederkriegt, naja, da kommt man meistens doch mit zurecht. Man hatte sie ja auch vorher offensichtlich über, sonst würde man ja nicht so einen Flug buchen, zumindest nicht in Urlaub. Ah, gut. Ja, hier Reiserücktrittsversicherung. Wenn ich keine Reiserücktrittsversicherung haben möchte, dann musste ich dieses Menü trotzdem aufrufen, denn sonst kriegte ich eine Fehlermeldung angezeigt und musste in diesem Feld, wo drin steht Select a Country of Residence, musste ich dann aufklappen und musste dann No Travel Insurance angeben. Aber das war nicht etwa irgendwie der erste Eintrag oder so, dass man den schnell fand, sondern nein, nein, der war einsortiert zwischen Latvia und Lithuania. Wie immer er da hinkommt, also wenn er bei N einsortiert worden wäre, das hätte ich ja noch verstanden. Aber hier an dieser Stelle ist ja mal ganz komisch, da muss man ja richtig da drin suchen und überhaupt ist es doch Unsinn an dieser Stelle, dass man das da drin mit unterbringt. Es passt zwar ein bisschen zu unserem Hinweis, dass man die Nicht-Option mit einbaut, also dass man keine reine Auswahlbeschränkung macht. Also es wäre schon Unsinn zu fragen, welchem Land wollen Sie die Reiseversicherung und dann fragen, wollen Sie überhaupt eine? Aber man könnte einfach als Startpunkt keine nehmen und ansagen, sonst das Land. Also das ist entweder extrem dumm programmiert oder es zielt darauf ab, dass man mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach nur liest, please select a country of residence, dann gibt man an, woher man kommt und dann hat man das gekauft und denkt dann vielleicht gar nicht drüber nach und bezahlt dann diese Reiseversicherung mit, obwohl das wirklich eine überflüssige Versicherung ist, in den allermeisten Fällen. Es gibt natürlich Ausnahmen dafür. Windows 10, das ist also mal etwas Neueres. Ihr seht hier, es ist von 2016. Das ist aus der Zeit, als Windows 7 allmählich auslief und Microsoft eine Option hatte, dass man Windows 7 und Windows 8 auch, aber hier ist es in Windows 7 gezeigt, automatisch aktualisieren konnte auf Windows 10, kostenfrei. Na gut, das wollen wir Ihnen mal zugestehen, dass sie sowas gemacht haben. Das ist ja schön. Aber es kommt auf jeden Fall so eine Meldung und da wird ein bisschen geworben, was ja auch okay ist. Und da steht drin, ja, dies findet automatischen Updates statt. Und ich könnte aber auch jetzt updaten und ich könnte hier auf OK klicken. Die Frage ist nur, wenn ich dieses Update nicht machen will, was mache ich dann denn? Wie komme ich denn aus der Nummer wieder heraus? Und da haben sie es so gemacht, dann, wenn ich dann auf das X klicke oben, dann wird einfach dieser Punkt da angenommen, der da steht. Das heißt, das Fenster schließen ist eine Zustimmung zu dem, was drin steht im Fenster. Total unüblich. Es ist eigentlich nie so, dass ich etwas zur Auswahl bekomme. Und das Schließen des Fensters sorgt nicht dafür, dass man das abbricht, sondern es sorgt dafür, dass man den Standardwert akzeptiert. Wo gibt es denn sowas? Und Microsoft hat dann dazu gesagt, naja, das ist aber das, was die meisten Leute wohl offensichtlich wollen. Was ist also wirklich hanebüchen ist. Und die Kritik war wirklich groß und Microsoft musste das ändern und hat das dann auch geändert, weil da fühlten sich die Leute übers Ohr gehauen, weil auf einmal eine überall bekannte und im Betriebssystem überall so verwendete Konvention, auch wenn sie vielleicht nirgends explizit aufgeschrieben sein mag, aber doch eine faktische Konvention einfach über Bord geworfen wurde und etwas anderes passierte, als die Leute dann da erwarten konnten. Denn man hat irgendwo einfach einen Unterschied eingebaut, aus Eigennutz wahrscheinlich, denn Microsoft wollte, dass möglichst viele auf Windows 10 umsteigen. Das macht es ihnen ja auch einfacher, wenn alle Leute auf dem gleichen Betriebssystem sind. Das kann man irgendwie verstehen, aber das kann nicht die Methode sein. So viel zu diesem Blick über den Tellerrand und es gibt noch weitere Blicke über den Tellerrand.